Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Below Zero. So, wir haben einige Sachen dabei. Ich möchte heute mit euch gerne mit dem Krabs nach unten zu V-Base. Tjo. Ja, auf die Frage, was nimmt man noch alles mit? Ja, wir können viel einpacken, aber letztlich... was können wir da unten machen? Wir könnten unten noch... Ja, womit kannst du noch die Zeit verzögern? Oh, das könnten wir aber tatsächlich machen. Wir könnten... Moment, ich nehme nämlich an. So, meine Erklärung. Nein, ich habe mich nicht spoilern lassen. Und Dankeschön, ihr erlebt die ganze Reise ja hier gemeinsam mit mir. Schön, schön. So, ich glaube, unten brauchen wir das Zeug. Ich weiß es nicht, aber ich glaube... So, drei. Ich packe das mal ein, ja? Kyanid, drei Kyanid. So, da können wir gar nicht so viel Essen mitnehmen. Dann müssen wir es jetzt aufessen. So, drei Kyanid. Dann brauchen wir einen. Einer, nur einer hat. So, davon. Und zweimal die Geißeln. Die Geißeln. So, die Laus hier immer. Sehr gut. Gut, dass uns die nicht hier alles wegfrisst. So, zwei Geißeln. Yeah, die Geißeln. So, wir brauchen drei Diamanten. Dann brauchen wir, oh Gott. Wie macht man das Grünzeug? So, Polyanilin, Salzsäure und Gold. Ich glaube, Salzsäure haben wir. Salzsäure und Gold. So, bei den Halbfertigprodukten, genau, Salzsäure, yeah. So, dann machen wir das Polyding. Wobei ich glaube, wir hätten sogar auf Reserve noch Polyani-Dingsbums gehabt. So, dann brauchen wir noch einen Plastalbarren. Polyani-Dingsbums. Nö, haben wir gar nicht mehr gehabt. Sehr gut, dann haben wir es jetzt richtig gemacht. Wir haben das alles richtig gemacht. So. Wir brauchen Blasteine, wir brauchen diese Fasern. Diese Extremfasern hier, die da. Wir brauchen Blasteine. Oh ja, so. Davon ein wenig. Dann machen wir uns hier gleich mal einen Titanbarren. Grandios, wir brauchen Lithium. Haben wir jetzt genug Lithium? Gut, dass wir es vorher Folge gleich, oder? Das war doch super. So, der gute Rubin. Hier einmal Rubin und einmal dieses Pilzwickelstück. Das holen wir uns gleich von hier aus. So, Pilzwickelstück, Pilzwickelstück, Pilzwickelstück. So, Messerchen in die Pfote, Messer, Messer, Messer. Jetzt habe ich die schon geklappt, unser Messer ist weg. Pilzwickelstück. Super. Da steht da, der Krabs. Mr. Krabs. Welcome aboard, Captain. Ja, ist gut so. So, jetzt bauen wir uns diese Extremfaser. Hier. Synthetikfaser. Yeah. Jetzt brauchen wir noch Titanballen. Nö. Hier. Blastahl. So, für Skelett. Jawohl, Skelett ist baubar. So, und jetzt wird es aber schwierig. Was ist das? Wurzelblase, Gäse. Das habe ich irgendwo gesehen. Oh, das haben wir gesehen irgendwo. Wo haben wir das gesehen? In der Höhle, Ressourcenfolge. Zwei Gelsack. Oh, holen wir von draußen. Wir holen von draußen zweimal Gelsack. So, da haben wir gleich mal. Nämlich Bam, Bam. So, und einmal noch dagegen schlagen.
So, und einpflanzen. Super. Ah, so, dann haben wir alles mit, was wir für die Teile des Erbauers brauchen. Für den Körper von Ellen. Ich nehme an, dass das alles ist. Ich weiß es nicht. So. Dann schauen wir mal rüber. Ich würde eigentlich gerne noch ein paar solche Läuse hier aussetzen. Ich finde die ziemlich cool. Die leuchten dann auch so grün. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, die Base voller Läuse zu machen, aber... So, wir haben jetzt das ganze Erbauerzeug da drinnen. Titan brauchen wir nicht, oder? Sorry, Frosch im Hals. Zahlt keine Miete, gehört raus. Dann haben wir das drin. Wir pappen das mal in einen Kasten in die schwarze Seebahn. So. Da sind ja so Reservesachen drinnen. Das ist super. Da oben haben wir... Was ist, wenn wir hier einen Erbauerkasten machen? Und dreimal davon. Ja, der reicht halt nicht. So, hier auch Erbauerkasten. Und das müsste alles sein, was wir da drinnen haben und brauchen. Sehr gut. So, jetzt gehen wir nochmal raus, holen die ganzen Module. Ja, und rüsten uns mit den Modulen aus. Hier, Module. So, dann nehmen wir mal alles mit. Oh, ist das viel? Ich will nichts zurücklassen. Da esse ich lieber was. So, und das da. Tiefenmodul. So, jetzt bauen wir mal in den Krabs ein, was wir einbauen wollen. Und fahren die Seebahn näher an den Krabs ran. So. So, ich bin schon neugierig, wie wir den andocken, aber es wird schon werden. So. Haben wir ja noch nie gemacht. Also ihr wahrscheinlich, ich noch nicht. Da steht er schon so da. Ich muss ansehen, wie viel Platz haben. Oh, oh. Oder haben wir ja Platz? So, Moment. Ja. Was? Ach. So, ein Sprungding. Modul 2 brauchen wir so. Oh, 1100. Das brauchen wir sowieso. Sprungding. Frachtmodul. So, schauen wir mal. Okay, das ist der bisherige. Und da haben wir jetzt auch noch so einen. Nein. Was hat das Frachtmodul bewirkt? Wir haben da 5 mal 6. Circa. Und wenn ich das Frachtmodul hier rausnehme. So, ich will das hier testen. Okay, 4x6. Okay. Ja. Ja. So, gut. Und was kommt da noch rein? Hier. Wärmereaktor. Lädt Energiezellen in heißen Umgebungen wieder auf. Nicht stapelbar. Super. So, und ansonsten haben wir eh nichts. Dann haben wir nur noch 4 Arme. Das werden wir wieder reingeben. Das lassen wir da. So, was haben wir denn für Arme? Torpedoarm, Wurfhakenarm, Schubkanone lassen wir da, Bohrerarm lassen wir da. Die zwei montieren wir ein, Wurfhaken und Torpedoarm. Ja. So, und Torpedoarm. Wie laden wir einen Torpedoarm? Torpedoschacht. Oh, wow. Super. Ich hätte gerne mehr Schwefel. So, vorher ansehen, da können wir die ganzen restlichen... Schwefeltorpedos reintun. Würde mich echt interessieren. Also, wir werden auf Thanatos schießen. Natürlich werden wir. Wir wollen das testen. Also, ich will es testen. Ihr wisst wahrscheinlich, was geschieht. So, er wird wild. So, in Module packen wir. Nein! In Module packen wir hier. So, Module. Packen wir hier das Sprungmodul rein, weil das brauchen wir nicht mehr.
jetzt gehen wir noch mal schnell nach hinten und schauen nach, ob wir noch ein paar Torpedos machen können. Ich weiß ja nicht, was Thanatos aushält. So, Schwefel. Oh ja. Lass mal vielleicht zwei da oder drei. Wer weiß, was wir brauchen. So, dann haben wir... Ach komm, wir machen fünf. Hier Titan. Okay, wir brauchen fünf Titan. So, fünf Titan, fünf Titan. So, dann mal los hier. Genau. Eins, zwei. Oh, das wird schön. Drei. Vier. Du tust ihm weh, einer fast ausgestorbenen Spezies. Ja, wir wollen ihm doch wehtun. Und ich bin sicher, es gibt mehr als den einen auf diesem Planeten. So. Und jetzt ehrlich, der hat uns auch schon oft wehgetan. So. Nehmen wir noch irgendwas mit? Irgendwas, irgendwas? Feuerschoppen. Ja, toll. Kartoffel. Ach komm. So. Vor Freude Pipi gemacht. So, die Torpedos packen wir da dazu. Ich denke mal, da sind jetzt viele Torpedos drin. Welcome aboard, Captain. Ja, hey ho. So, wie komme ich denn da dran? Ui! War leichter als gedacht. So, wie sieht hier aus? Energiezelle 91. So, und hier Energiezelle 100. So, dann würde ich tatsächlich noch die letzten Dinge tun und dann sind wir fertig. Yay, yay, yay. So, was sind die letzten Dinge? Die letzten Dinge sind zum Beispiel eine Boje. Eine Signalboje craften. Will ich unbedingt machen. So, Boje. Versteht. Erste ist immer die. Ja, brauchen wir nicht. So, Ausrüstung, Boje. Thermoskanne. Hier, Boje. So, die Gehör, die Teile des Erbauers können wir mal wegtun. Die können wir abpinnen. So, da. So, und jetzt brauchen wir nur noch zwei Bojen, würde ich gerne bauen. Oder drei? Mach mal drei. Unsicherheit spricht aus mir. Weil ich ja nicht weiß, was wir da unten noch Interessantes finden. So, nö, hier. Boje, eins. Und zwei. Und Boje, drei. Oh, sehr schön. So, Essen. Ja. Chinesische Kartoffel, die werden wir nämlich unten einpflanzen. Haben wir unten alles? Ich glaube ja, von den Pflanzen her. Haben wir auch überlegt, ob wir da unten noch in der V-Base noch ein Aquarium auch bauen. Aber da würde ich sagen, oh, sieht das cool aus. Die sind schön groß. Die sind echt schön groß geworden. Der Blaurochen. Den haben wir, glaube ich, in der vorigen Folge reingeworfen. Sea Monkey, ein zweiter, ist schon da. Wir gehen da kurz mal rein. Eins. Was ist das? Sea Cobalt Eye. Der ist bald zu weit. Oh, süßer. So, da wieder raus. Ach, schön. So, Marmormelone. Ich würde gerne einen Teil vom Eiskorb mitnehmen. So. Aber wir können auch zwei Teile vom Eiskorb mitnehmen. Da haben wir Pflaumen, Marmormelone, Nuss. Von da brauchen wir nichts. Chips können wir nach unten mitnehmen zum Fernsehen. So. Wenn wir Thanatos töten. So, brauchen wir da unten irgendwas, Wickelpilz oder so, irgendwelche Dinge. Da könnte man natürlich auch gleich Sachen mitnehmen.
So, was brauchen wir da unten? Wir nehmen mit von der Höhlenknospe eines. Dann nehmen wir mit auch ganz toll die Antennenlilie. Davon brauchen wir nichts. Die Geißelkörbchen wachsen da unten sowieso. Nehmen wir noch eine mit. So, Höhlenknospe, dann würde ich gerne... Von Gäser kann man eigentlich nie genug haben, aber wir haben unten schon welche eingepflanzt. Wickelpilz haben wir jetzt mitgenommen. Nö, haben wir nicht mitgenommen. Na dann, Wickelpilz. So, Außenbecken, ja, aber Wickelpilz. Da alles mit. Geißel brauchen wir nicht. Dinger brauchen wir auch nicht. Wir haben alles mit. So, dann steckt man die Batterie ab, ganz egal wie weit sie ist. Ja. So, Battery. Super. Und auf zur Seebahn. Den Krebs hätte ich gerne noch lackiert gehabt, aber jetzt ist halt so. So, Energiezelle. Bam. Und rein in die gute Seebahn. Achso, jetzt haben wir die Boje nicht gebaut. Ach ja, egal. So, Krebs, yeah. Nö, den lassen wir auf grün. So, wir brauchen die V-Base. Wir brauchen... das Signal der Bill, wobei brauchen tun wir das gar nicht mehr, wir wissen ja eh schon, wo das ist. Bauartefakt, das haben wir auch schon gesehen. So. Margaret. Ja. Krebs. Seebahn. Jetzt haben wir alles markiert. So. Wir schalten aber gleich mal ein, die Perimeterabwehr. So. Oh, reparieren könnte man auch mal. Der Triebwagen ist etwas mitgenommen, aber bis wir da unten sind. Ja. Ich bin schon so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja, es tut mir leid, aber... Wir müssen da weiter. Wir müssen da weiter. Wir müssen da durch. Wir müssen mit dem Krebs nach unten. Ich habe am Anfang eh gedacht, wir gehen einfach nur so mit dem Krebs nach unten. Sicher eine Abenteuerreise mit dem Krebs. Aber ja, dann hätten wir die Seebahn oben, den Krebs da unten. Ah. So. Und da geht's nach unten. So, und wir haben erst 1% Strom verbraucht, obwohl wir so richtig mal Gas gegeben haben. So richtig Gas. So. Sollten wir aber hier etwas vorsichtiger. Ich kann das noch nicht abschätzen, wegen Triebwagen und Länge nach hinten. Wie groß das Ganze ist. Da ist doch die V-Base, genau. V-Base, V-Base. So, können wir da gleich in die Richtung abtauchen? Nö, können wir nicht. Da müssen wir tatsächlich über Margaret fahren. Im wahrsten Sinne des Wortes über Margaret fahren. Weil jedes Mal, wenn wir da vorbeifahren, müssen wir ihr ja winken. Hi Margaret, hey, hey. So. Und jetzt geht ab die Reise nach unten zu unserer V-Base. Yeah. So, Boje müssen wir uns unten bauen. Beide will ich auf jeden Fall dabei haben wieder. Ja, 3 Bojen ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ist okay. Brauchen wir ja. Also werden wir sicher brauchen. Und jetzt würde ich sagen, wir stellen uns hier mit der Seebahn einfach her.
Jetzt könnte man diese Erbauerteile mit... Nein. Aber wir pflanzen zuerst mal die Pflanzen ein. Das ist eine gute Idee. So. Oh, guck, ein Thanatos da. So, aus dem Bitkasten nutzen. Wir haben hier... Nein, das nicht. Wickel, Höhlen. Passt, das kommt rein, das kommt raus. Das gehört draußen hin, oder? Das sitzt doch draußen. Nehmen wir das mal mit. So. Jetzt kommt das wieder. Ist die nicht draußen? Okay, wir probieren das innen, aber das ist nur die Frucht, die kann man... Oh mein Gott. Naja, so. Dann pflanzen wir ihn erst mal innen. Welcome aboard, Captain. Ist er da? Ja, da ist er. So, oh, da lauter schöne Sachen, die uns allen Freude machen. So, Hufeisennuss haben wir reingepflanzt. Kartoffel. Ich hätte gerne Kartoffel eingepflanzt noch. Haben wir Titan da? Wir haben kein Titan. Oh, wie schade. Naja. Das werden wir essen, das werden wir da lassen. Das lassen wir Eiskorbsamen. Den kann man aber einpflanzen. Wenigstens den Eiskorbsamen. So. So, essen. Und hier? So. Und dann mal so. Den Snack lassen wir auch da. Dann nicht den. Wobei, den können wir auch reinpacken. Den Snack. Pfadfinderwerkzeug. Das nehmen wir mit. So, Pinguin haben wir dabei. Wichtig. Also keine Ahnung, ob wichtig. Wir werden es herausfinden. Der Krabs hätte jetzt auch in so dünkler mit so, oder? Mit so grün und so. Yeah. So, dann haben wir hier und hier die Erbauersachen. Hier haben wir so, ja, Notfall- und Ressourcensachen. Dazu nehme ich das und das mit. Eine Energiezelle haben wir dabei in Reserve. Noch mehr Hufeisennuss und Wasser. So, und er hier ist leer. Super. So. Kann ich den... Wie docken wir denn die Krebs ab? Krebs. Aha. Welcher ist welcher? Beim anderen Subnautica, als wir das erste Mal mit dem Krebs unterwegs waren und ich dann ohne Wurfhaken versucht habe, irgendwie koordiniert herumzuspringen und so weiter, war das schon etwas mühsam. Da ist er ja. Ja, jetzt aber. So, und jetzt würde mich echt interessieren, wir haben da ja jetzt ziemlich viele auf ihn drauf geworfen. Wow. So. Welcome aboard, Captain. Ja. Wo ist der? Da ist er.
Ist der jetzt wieder abgetaucht? Ich würde gerne die 6 Raketen, Torpedos, die wir geladen haben, ihn doch nochmal drauf feuern. Einfach so, um zu wissen, was geschieht. So, Signal, wir können aber wegnehmen. Hier, der Pilotin und die Boje von... Oh. Boy von Margaret, 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 hier. So, kommst du noch mal? Wir waren noch nicht fertig miteinander. Also ich glaube, entweder habe ich so viel daneben geschossen, oder wir können ihn mit dem Ding nicht wirklich verletzen. So. So, er ist wieder ganz. Super. So, machen wir noch eine Runde? Thanatos? Thanatos? Ja, da ist er ja. So, Thanatos, ich wäre soweit, ich hätte 6 Dinger drin. Ja. Und... Ja, weg, 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 weg. Ich sehe ja nichts. Gut, von hier treffe ich ihn ja nicht. 72. Was glitscht der da durch die Phasen durch? Oh, das ist fies. Wir können das doch auch nicht. Verbraucht sowas. Weg mit dir. Okay. Gut. Dann haben wir es getestet. Nein, ich wollte doch reparieren. So, dann haben wir das getestet. Schön durchreparieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Torpedos wir hatten, aber die haben wir ihm doch alle reingejagt. Und es hat nichts geholfen. Nichts. So. Gut. Mir war es wichtig, wir hätten noch ein paar Raketen. So. 4 gingen noch. 4 gingen noch. Jage nur, was du auch töten kannst. Ja, weg mit dir. Thanatos. 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 So, 4 Stück. Ja, jetzt aber. Torpedo systems disengaged.
Leider keine Torpedos mehr. So, nochmal kurz schauen. Weil, nö, keine mehr. So, hinten auch keine mehr. Gut. Ach ja. Ah, kann mich wieder erinnern. So, na dann, mal reparieren. Wow. Wir brauchen hier unten unbedingt so eine Batterieladestation. Wobei unbedingt, aber... So, na dann können wir den Torpedoarm austauschen mit Schubkanone. Könnten wir auch noch probieren. Bohrerarm. Wir machen mal den Bohrerarm dran. So, nein, 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 nein. Hier wird das. Nein, ach. So, hier. So, Wurfhaken bleibt. Wir wollen mal den Bohrerarm. So. Oh, sehr schön, kriegen wir gleich Titan. Wunderbar, wunderbar. Keine Ahnung, wie viele Torpedos das bei Thanatos jetzt waren, aber den guten alten Thanatos kann man offenbar so nicht erledigen. Oder wir haben viel zu wenig Torpedos eingesetzt. Aber würde man sagen, waren das 20? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel wir hatten, aber wir haben unseren ganzen Schwefel jetzt in Thanatos reingepulvert. Ja, so schlimm ist es nicht. Wir werden schon an Thanatos auch so vorbeikommen. What? Oh, und ich sehe gerade, wir nähern uns dem Folgenende. Quarz weg. So, dran gehangen, reingefangen. So, dann schauen wir da mal Vorrat ansehen. Super. So, den können wir da getrost wieder reintun. Und fertig sind wir. Na wunderbar, na wunderbar. So weit, so gut. Ein Kampf gegen Thanatos. Ah. Welcome aboard, Captain. Vielen lieben Dank. Freue ich mich auch drüber. So, probiert haben wir's. Nächste Folge fahren wir ein wenig mit der Seebahn rum, oder? Probieren wir das. Bis dann. Tschüss.